manches Mal, wenn ich in politischen Runden stehe. Wir fliegen zum Mond, wir schicken Roboter zum Mars, wir springen mit Fallschirmen aus der Stratosphäre auf die Erde. Aber den Forschern fällt nichts anderes ein als Tierversuch, Tierversuch, Tierversuch. Das ist das Neandertal der Forschung, wer immer noch im Tierversuch verharrt. Hier umzustellen, sind die Forschungslobby, wie die Tierversuche stehen. Denn innovative Forschung kann nur heißen, kein Tierleid zu produzieren. Das ist Forschungsinnovation. Deswegen erkenne ich der deutschen Forschungsgemeinschaft den Status ab, Lobby der Forschung zu sein. Sie sind es eben nicht. Wir Tierschützer sind die Lobby der Forschung in Deutschland. Das muss verstanden werden. Für eine ethisch einwandfreie Forschung, die Ergebnisse bringt, die auch Menschenleben retten, nämlich ohne Tierversuche, in Zellversuchen, mit Computermodellen. Es gibt die Alternativen und sorgen wir dafür, dass die zukünftig im Vorrang im Gesetz auch eingeräumt werden. Liebe Tierschützerinnen und Tierschützer, ich sage sehr deutlich, wir alle haben hier eine Stimme. Eine Stimme für die Tiere. Und wir haben eine Bundestagswahl vor uns am 22. September. Und da kann jeder von uns die Stimme für die Tiere heben, wenn er bei der Partei das Kreuz macht, die wirklich für Tiere kämpft. Und das kann nur eine Partei sein, die der Alternativmethodenforschung den Vorrang einräumt, die für ein grundsätzliches Verbot von Tierversuchen streitet. Und es kann nur eine Partei sein, die auch das Verbandsklagerecht für Tierschutzverbände einführen will. Das brauchen wir für die Tiere. Sind mit Ihnen als Mitstreiter hier, müssen wir zukünftig dafür sorgen, dass wer Tierschutz rückwärts denkt, in dieser Republik nicht mehr damit vorwärts kommt. Dafür stehen wir, dafür kämpfen wir gegen Tierversuche, für Forschung. Vielen Dank. Und es ist ja nicht so, dass wir nicht all die Spitzenkandidaten für den heutigen Tag eingeladen hätten. Alle, höchstpersönlich. Es war uns schon wichtig zu hören, wie deren Standpunkt, deren Meinung zum Thema Tierschutz, zum Thema Tierversuche ist. Wie Sie sehen, meine Damen und Herren, die Bühne ist voll von Spitzenkandidaten, nur leider nicht politischen. Es ist schade und es ist eine Schande, dass keiner offensichtlich den Mut hat, hier heute Stellung zu beziehen. Nichtsdestotrotz gibt es ein paar, die den Mund aufmachen, die Stimme zeigen und Farbe bekennen. Und deshalb begrüßen wir jetzt die tierschutzpolitische Sprecherin von Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag. Die traut sich wenigstens und die Nicole. Und ich grüße erst einmal zurück und sage euch allen, den Tierschützerinnen und Tierschützern hier, herzlichen Dank, dass ihr da seid. Denn wir Politiker, die etwas ändern wollen, wir brauchen euch, wir brauchen eure Stimme und wir brauchen solche Bilder, damit klar wird, nicht wir sind die Spinner, die, die nichts ändern wollen, sind die Spinner. Schon mehrfach gesagt worden, Millionen von Tieren leiden, Millionen von Tieren sterben, weil wir schlauer werden wollen, weil wir meinen, wir müssen uns schützen, weil wir wissen wollen, wie Substanzen funktionieren, weil wir Grundlagenforschung betreiben wollen, weil manche Leute auf eine seltsame Art neugierig sind. Und das geschieht, obwohl es eine Mehrheit in dieser Gesellschaft gibt, die inzwischen dafür steht und akzeptiert, dass Tiere einen Wert an sich haben, dass Tiere um ihrer selbst willen zu schützen sind und nicht nur, weil sie uns nützen. Dass wir einfach nicht alles machen dürfen, was uns in den Kopf kommt. Das ist eigentlich Meinung in der Gesellschaft. Und trotzdem gibt es diese Tierzahlen, diese Tierversuchszahlen. Das muss sich ändern, unbedingt. Tierversuche gehören abgeschafft. Endgültig
Schritt für Schritt, aber endgültig. Und wir wissen genau, um das zu erreichen, müssen wir ein paar ganz elementare Schritte gehen. Wir brauchen die Förderung von Alternativmethoden. Das ist hier schon gesagt worden. Wir müssen sie gesetzlich verankern. Wir müssen sie über Fördergelder unterstützen. Wir brauchen ein nationales, aber auch ein internationales, was all die Erfahrungen, die es auf dem Gebiet zusammenfasst, damit diese Alternativen auch wirklich angewandt werden. Dort hinten sehe ich die Ärzte gegen Tierversuche. Die werden uns allen erklären können, wie das gehen muss und was da noch passieren muss. Also das ist eine unserer grundlegenden Forderungen. Alternativen gesetzlich verankern und wirklich fördern. Und dann, liebe Tierschützerinnen und Tierschützer, brauchen wir vor allem eines. Und da wird uns heute noch eine Menge vorgemacht. Wir brauchen, solange es überhaupt noch Tierversuche gibt, Genehmigungsverfahren, die diesen Namen überhaupt verdienen und nicht das, was wir heute erleben. Da gibt es eine angebliche Prüfung auf ethische Vertretbarkeit. Aber in den Kommissionen, die entscheiden, sind Leute, die Ethiker sind, überhaupt nicht vertreten. Nicht einmal Tierschützerinnen und Tierschützer müssen dort zwingend anwesend sein. Solange sich diese Kommissionen nicht ändern, traue ich keiner dieser Entscheidung, ob ein Versuch ethisch wirklich vertretbar ist oder nicht. Und wir müssen dafür einstehen, dass sich das, und das geht ganz schnell, da muss man nicht lange warten, das kann man von heute auf morgen ändern und das muss passieren. Und jetzt möchte ich noch ein ganz heißes Eisen ansprechen. Das ist die grundgesetzlich verbriefte Freiheit der Forschung. Die gibt es, mit ihr müssen wir umgehen, aber die Freiheit der Forschung ist nicht die Freiheit für Tierquälerei. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Bei dem Wissensstand, den wir heute erreicht haben, muss die Frage erlaubt sein, ob wir für Grundlagenforschung wirklich Tierversuche zulassen wollen und müssen. Wir müssen auch einfordern, dass es endlich einen Dialog auf Augenhöhe gibt zwischen Forschung und Tierschutz. Ich finde es unerträglich, mit welcher Arroganz Forscher oft die Argumente des Tierschutzes vom Tisch wischen. Das kann nicht sein und dagegen müssen wir uns sehr engagiert erheben. Applaus.